Dann wollen wir uns doch mal kümmern. Ja, die sagt, hier gibt's Rezeptbücher. Rezeptbuch, Rezeptbuch. Theorie der magischen Verteidigung. Runenübersetzung für Fortgeschrittene. Ah, hier. Zaubertränke und Zauberbräue. Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Das hier sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Hier stehen die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Rote Schweißachseln, Geisterpilze, Hirschkäfer, Geweihpulver, Pfefferminz, Schimmelschleimextrakt, Knochenwürmer, asthmatische Speckmaden. Okay. Am besten kümmere ich mich als erstes. Das ist saftiger, schimmeliger Schleim, aber kein Extrakt. Ein großer Messingkochtopf. Innen klebt ein dicker schwarzer Belag am Metall. Vermutlich wurde er schon lange nicht mehr gereinigt. Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Pfefferminze. Hey, das brauche ich für meinen Trank. Das ist schon mal gut. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. Oh, was ist das? Nimm eine Ich Fiole. brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Ja, bitte. Auf diesem Kästchen steht nichts. Da drin liegen dicke weiße Maden. Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ich nehme sie mit. Wie dämlich ist es aber. Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Nein. Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die Presse. Uah. Lecker. Schimmelschleimextrakt. Wunderbar. Knochenwürmer, okay, also das Meiste haben wir schon. Das ist der Geisterspiegel, hinter dem sich das mächtige magische Amulett des Zauberers Balthasar verbergen soll. Irgendwie muss ich da rein, aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Das heißt, wir müssen in den Sumpf. Währenddessen. Oh, warte. Du hast mich rufen lassen, Mutter? Ein Buch. Der Aufbewahrungsort steht in einem Buch. Es ist verloren. Die verfluchte Elfe wird es haben. Und ein Ring. Ein Ring wurde zum Erzmagier geschickt. Verdammt, wer hat ihn? Nur ein Gnom. Meine Spione sagen, er ist schon in der Stadt. Aber er wurde noch nicht zum Erzmagier vorgelassen. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor der Alte etwas davon erfährt. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Der Gnom wird den Erzmagier nie erreichen, aber ich brauche deine Hilfe, Mutter. Zur gleichen Zeit in Seefeld.
Also ganz mieses Gefühl. Okay, dann gehen wir mal in den Todessumpf. Da waren wir ja noch gar nicht. Oh, nett. Warum ist da ein Scheiße. Seltsam. Warum brennt hier mitten im Sumpf eine Laterne? So weit weg von der Stadt? Warum nicht? Ein ziemlich großer und ziemlich hässlicher Steinkopf. Er wurde nur grob behauen. Eine wirklich primitive Arbeit. Ne. Mal ein Krokodil-ähnliches Ding. Hübsches Schiff. Ich frage mich, was das für ein Tier gewesen ist. Und noch viel wichtiger, gibt es diese Tiere hier noch immer? Auch ein Krokodil. So, hier. Nimm einen Knochen. Da ist eine Pflanze am Baum. Hey, das sind rote Schweißachseln. Schweißachseln. Jetzt habe ich sie. Alles klar. Ich hab sie. Ganz toll. Der Baum sieht alles andere als gesund aus. Überall auf seiner Borke wachsen diese seltsamen Pilze und er scheint langsam im Sumpf zu versinken. Beruhigend. Coole Robe, die wir anhaben. Mal sehen. Warum wir mal? Ganz morsch. Aha, da sind Knochenwürmer am Werk. Sie höhlen Knochen aus wie Holzwürmer die Bäume. Na nett. Damit habe ich die Würmer für meinen Trank. Ja, jetzt fehlt nur noch Erzpilz und Hirschkäfergeweih. Pulver. Ich frage mich, wie das hierher gekommen ist. Vielleicht bei einer Sturmflut? Die Schnitzereien sehen unglaublich aufwendig aus. Irgendjemand wird sehr lange daran gearbeitet haben. Ja. Dann gehen wir doch mal rein, oder? Ich sehe ein Skelett. Im Rib. Spliss. Da müssen wir in die Todesmutter. Bläulich schimmernde Pilze mit grünen Sprenkeln. Das könnten die Geisterpilze für meinen Trank sein. Benimm. Fuck. Ein alter Hut, der schon bessere Tage erlebt hat. Er glänzt nicht mehr und er hat ein paar Mottenlöcher. Nimm ein Stück des Taus. Ich glaube, ich kann eine einzelne Faser herausziehen. Ja, das ist ein schönes, dünnes Seil. Für was? Alter, wie viel Kram im Inventar? Ein altes Buch. Es ist leer. Ein altes Buch der Toten. Ein massiver Ofen mit einem schönen Feuer. Er spendet wenigstens etwas Licht und Wärme. Ja, Ausschuhe, Alter. Ein massiver ein menschliches Skelett. Vielleicht gehörte die arme Seele zur Besatzung des Schiffs? Die arme Seele? Ich kann nichts Interessantes entdecken. Das Skelett sieht ziemlich alt aus und müffelt ein wenig. Aber ansonsten... Ich müffel nicht. Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Das wage ich zu bezweifeln. Leider. Wer sind Sie? Ich bin der Tod. Ein bisschen sich in Drosche. Sehr erfreut, Herr Tod. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem... Nicht Herr Tod. Ich bin der Tod. Oder einfach nur tot. Sie sind eine Berühmtheit. Warum sind Sie so niedergeschlagen? Sie sind eine Berühmtheit, oder? Was ist der Tod schon in dieser Welt? Gar nichts. Das hier ist ein verfluchtes Point-and-Click-Adventure. Hier stirbt niemand. In jedem vernünftigen Rollenspiel muss man 100 Ratten töten, nur um die zweite Stufe zu erreichen. Das sind richtige Spiele. Meinst du, niemand kann sterben? Das ist ja schrecklich. Und das ist eine schlechte Sache, wenn niemand sterben kann? Für mich schon. Ich bin arbeitslos. Ich habe nie etwas anderes gelernt. Es war mein Leben. Äh,
Warum ist es hier dunkel in der Stadt? Hey, das ist auch eine gute Frage. Mir ist aufgefallen, dass es hier im Sumpf Nacht ist. Und in der Stadt ist es Tag. Wie kommt das? Keine Ahnung. Vermutlich Magie. Ah. Ja, alles, was nicht erklärt werden kann, Magie. In der Zauberschule steht ein Geisterspiegel. Kennen Sie den? Kennen Sie den Geisterspiegel, der in der Zaubererschule steht? Sicher. Hat früher dem alten Balthasar gehört. Meister Markus sagt, er führt in das Reich der Toten. Jupp, tut er. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Gibt es gar keine andere Möglichkeit? Warum sollte es? Es ist ein Geisterspiegel. Kein Lebender hätte Interesse daran, durch den Spiegel zu gehen, glaub mir. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist der Tod nicht das Ende, sondern nur der Anfang von etwas Neuem? Was versuchst du da? Intellektuell zu sein? Immerhin ist es eine der zentralen Fragen des Lebens. Mich hat nie interessiert, was nach mir kommt. Ich blicke nur voraus. Solltest du auch. Wir sind doch der Tod. Können Sie nicht einfach losgehen und jemanden in den Jenseits befördern? Aber Sie sind doch der Tod. Wer sollte Sie daran hindern, irgendwelche Leute umzubringen? So einfach ist das nicht. Ich bin mittleres Management. Ich treffe keine Entscheidungen, ich führe nur aus. Das heißt? Wann jemandem die Stunde geschlagen hat, lege nicht ich fest, sondern der Chef. In dem Buch dort, dem Buch der Toten, ist alles aufgeschrieben. Name und Todeszeitpunkt eines jeden Lebewesens in dieser Welt. Aber wie du leicht sehen kannst, steht da gar nichts. Kein Mord, kein Unfall, kein Suizid. Hier ist noch nie jemand gestorben und hier wird auch nie jemand sterben. Was soll ich also hier? Ich muss sterben oder vielmehr, ich muss zu einem Geist werden. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Nein. So ganz klar ist mir das noch immer nicht. Solange dein Name nicht im Buch der Toten steht, kann ich dich nicht ins Jenseits befördern. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte? Hier geht es um das Alpha und das Omega, die Ewigkeit. Also, nicht? Nein. Können Sie nicht einfach ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben? Wenn Sie ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben würden, dann könnten Sie die Leute doch umbringen, oder? Und mir Ärger mit den Buchprüfern einhandeln, lieber nicht. Es gibt Buchprüfer für das Buch der Toten? Was tun die? Die prüfen das Soll und Haben. Habe ich exakt so viele Leute getötet, wie ich töten soll? Ein winziger Toter zu viel und hier ist die Hölle los. Nee. Ich lass meine Finger von dem Buch der Toten. Könnten Sie... Geister sind... Ja, natürlich. Aber es muss doch einen Weg geben. Mir sind die Hände gebunden. Solange du... Ja, ich hab das schon verstanden. Ich muss... Oh Mann. Ich kann jetzt jederzeit... Was glaubst du, tust du da? Also, nichts weiter. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Was glaubst du? Ich wollte nur einen neckischen Gruß ins goldene Buch schreiben. Selbst wenn es hier ein goldenes Buch gäbe, dürftest du da nichts reinschreiben. Entschuldigung. Komm, das muss aber gehen. Das ist das zurzeit steht. Ja, eben. Was glaubt... Die innere Ordnung des Universums stören? Exakt. Also lass das bitte. Entschuldigung. Ein massiver Ofen... Tag! Hallo. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik?
Absolut. Das Problem ist, das heißt, ich kann Ihre Dienstleistung erst in Anspruch nehmen, sofern Sie einen Auftrag via Buch der Toten erhalten haben? Korrekt. Der Auftrag würde unverzüglich ausgeführt werden. Kein Rücktrittsrecht, keine Gutscheine. Ich sehe, du hast das Geschäft verstanden. Ich muss... Hier erfahren wir nichts mehr.